Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder zu unserem nächsten Live-Webinar, veranstaltet von der Wirtschaftskammer Österreich, begrüßen darf. Und zwar heute zum Thema Modern Workplace, der virtuelle Arbeitsplatz der Zukunft. Was das heißt, was Sie vielleicht auch als EPU gerade für sich selbst mitnehmen können und vielleicht auch so gerade in den letzten Wochen, Monaten, die sehr herausfordernd waren, vielleicht auch anders waren, als man gewohnt war, mitnehmen können und sich überlegen, vielleicht ist das wirklich auch eine neue Option für die Zukunft. Das möchte ich heute hier mit unserem Experten besprechen. Wie immer bekommen Sie die Folien zum Download bereitgestellt und es ist ein Live-Webinar. Sie können, wir werden Sie gerne halbe Stunde sprechen, Expertengespräch haben. Sie können Fragen direkt live ins Studio stellen. Also wenn Fragen schon währenddessen auftreten, gerne ins Chatfenster eintippen und wir werden das dann im Anschluss behandeln. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Experten vorstellen, den kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon öfter dabei waren. Herzlich willkommen, Herr Magister Martin Purschitz. Hallo, schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag. Herr Magister Purschitz, ich habe es gerade gesagt, so gerade diese letzten Wochen, Monate waren herausfordernd. Ich denke gerade, dieser Modern Workplace ist ein riesengroßes Thema, was auch vielleicht zu bedenken wäre für die Zukunft. Warum beschäftigen Sie sich denn gerade mit diesem Thema und warum heute auch dieses Webinar? Ja, danke mal für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich darf mich vielleicht ganz kurz vorstellen, weil mich ja idealerweise oder wahrscheinlich nicht alle kennen werden. Mein Name ist Martin Purschitz. Ich bin IT-Unternehmer und beschäftige mich ehrlicherweise seit 20 Jahren damit, wie man Mitarbeiter bei Unternehmen entsprechend gut quasi aufgestellt in der IT quasi darstellen kann. Mhm. Das heißt, welche Werkzeuge muss man Menschen mit auf den Weg geben, damit die tagtägliche Arbeit einfacher, angenehmer und vor allem auch besser zum eigenen Leben passt. Mhm. Ich muss zugeben, alleine könnte man so etwas nicht gestalten. Dementsprechend habe ich ein sehr charmantes Team hinter mir, die mir sozusagen tagtäglich helfen, die Ideen umzusetzen in die konkreten Maßnahmen, also wie man eben den Menschen helfen kann. Mhm. Sie haben jetzt angesprochen, insbesondere das Thema, ich glaube, der letzten Monate, da waren ja Elemente wie Homeoffice durchaus relevant und wesentlich für viele. Ganz viele haben damit wenige Herausforderungen gehabt. Manche hatten aber doch auch sehr viele. Mhm. Und ich glaube, dass da genauso virtuelle Arbeitsplätze oder Cloud Collaboration Tools jetzt immer stärker zum Einsatz kommen. Man spricht ja schon, die Digitalisierung ist jetzt sozusagen zwingend oder im Umkehrschluss, wir haben jetzt endlich sozusagen die Möglichkeiten, dass wir trotz der Krise oder die wir da jetzt hatten in den letzten Wochen, Monaten, dennoch mit unserer Arbeit zumindest in großen Teilen zurande kommen. Mhm. Zugegeben, für den Kellner ist es keine Lösung. Also der Kellner kann in der Art und Weise mit solchen Produkten noch nicht virtuell irgendwo Bier sicher servieren, aber insbesondere für alle im Bereich der Dienstleistung, vom Marketing angefangen, Unternehmensberatung und Ähnliches. Mhm. Vielleicht noch, bevor wir jetzt wirklich gleich ins Thema steigen, Sie sagen, we smile for your IT, wir mögen, was wir tun, ist einmal ein wichtiger Punkt grundsätzlich, aber warum ist denn gerade die IT so ein spannendes Thema für Sie? Das ist, glaube ich, was Persönliches. Das hat sich vor vielen, vielen Jahren einfach ergeben. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war 12 oder 13, hat mir mein Vater damals einen Computer geschenkt mit 20 Megahertz und 2 Megabyte RAM waren das halt in der damaligen Zeit. Und viele meiner Schulkollegen und Freunde konnten sich mit den Computerspielen gut identifizieren. Das hat mich kurzfristig auch interessiert. Ich fand es aber viel spannender zu schauen, was ist, wenn man das Ding kaputt macht und wie kann man es wieder reparieren. Also so bin ich sozusagen in diese Richtung gekommen. Und wie gesagt, insbesondere seit ich es eigentlich beruflich ausübe, tatsächlich mittlerweile seit über 20 Jahren in dem Bereich selbstständig, ist es eigentlich eine Freude und daher kommt auch der Slogan We Smile for Your IT. Wenn man es am Ende des Tages schafft, quasi dem Unternehmer oder dem Mitarbeiter eben das Leben einfacher zu machen. Und das ist eine wunderbare Überleitung, nämlich gleich zu meiner nächsten Frage. IT früher und heute, da gibt es ja auch verschiedene Bereiche, also ob es jetzt ein EPU ist, Mittelunternehmen oder Großkonzern. Also wenn Sie jetzt auch schon 20 Jahre und länger dabei sind, wir sind mit dem aufgewachsen, auch mit dieser rasanten Entwicklung. Wie hat sich denn das verändert? Ja, ich habe da symbolträchtig quasi 3 Fotos mitgebracht, wo man so ein bisschen sieht, wie war es denn früher. Also ganz links könnte man jetzt das heutige, das hatte früher nicht so geheißen, Ein-Personen-Unternehmen sehen. Meistens reicht hier ein Notebook, ein Laptop oder vielleicht ein Smartphone und die Kombination ist meistens schon ausreichend, um sozusagen seine IT oder seine Programme, seine Software im Griff zu haben. Mhm. In der Mitte hat man dann die typischen, sage ich mal, KMUs oder kleine Teams, die dann meistens in irgendeinem Büro gemeinsam sitzen. Wir haben schon ein bisschen mehr IT.
IT, oft ein Netzwerk, es gibt schon Server. Spätestens ab hier sind sehr viele dann, dass sie einen IT-Dienstleister im Hintergrund haben, der mal regelmäßig, mal unregelmäßig vorbeikommt, nach dem Rechten sieht, gewisse Dinge repariert, auf Fragen reagieren kann, Probleme löst. Und auf der dritten Seite oder das dritte Bild ist sozusagen der Konzern, der schon sehr lange eigentlich sehr intensiv mit IT-Lösungen arbeitet. Also man kennt es von jeder großen Organisation, würde ich sagen. Und da ist es meistens schon etwas, sag ich mal, professionalisierter gewesen. Bedeutet oftmals eine eigene IT-Mannschaft oder einen hauptberuflichen IT-Manager, der sich darum kümmert, der eben nicht nur schaut, dass die Technik funktioniert, sondern auch gemeinsam mit der Geschäftsleitung prüft, passen die Werkzeuge für uns. Mhm. Ja. Also wenn ich beispielsweise jetzt nur das, wenn wir das andenken würden, wir sind vielleicht ein Unternehmen, das viel mit dem Auto fahren muss und wir würden den Mitarbeitern Elektroautos zur Verfügung zu stellen, die nicht mehr als 70 oder 100 Kilometer fahren, wäre das wahrscheinlich nicht das passende Werkzeug für den Vertriebsmitarbeiter, der regelmäßig zwischen Wien und Deutschland pendeln muss. Würde man im Fuhrparkmanagement natürlich Autos suchen, die auch den Zweck erfüllen, die es quasi nicht nötig machen, dass der irgendwo schlafen gehen muss, damit er am nächsten Tag auch ankommt. Mhm. Und das haben die IT-Manager im Großkonzern gemacht. Das heißt, da wurde mit der IT geplant, da wurde überlegt und dann umgesetzt. In den KMU-Teams war es meistens eher reaktiv. Also wenn etwas kaputt geht, vielleicht ähnlich wie zu Hause, wenn die Therme nicht funktioniert, die Steckdose nicht funktioniert, da ruft man dann einen Handwerker an, der kommt vorbei, repariert das und dann geht es weiter. Aber immer mehr Firmen sehen genau auch dazwischen sozusagen das Problem, zwischen dem Problemeintritt und der Problemlösung vergeht in irgendeiner Art und Weise Zeit. Und die kostet entweder Lebenszeit oder Lebensmühe oder sie kostet schlicht und ergreifend Geld. Mhm. Und da kann man natürlich sozusagen das deutlich straffen. Mhm. Jetzt, wie Sie auch vorher schon gesagt haben, also auch die Computer, also das ganze Systemische hat sich verändert, auch die Hardware in dem Sinn. Das heißt, früher zum Beispiel, ich erinnere mich noch selbst, hat man alles auf DVDs gespeichert oder irgendwie auf irgendwelchen, also ganz am Anfang auf so riesigen Disk, ja, genau, und Kassetten. Also auch da gibt es natürlich im Wandel der Zeit neue Formen, Hardware. Und das wird auch immer virtueller, wenn man das jetzt so vergleicht, oder? Ja, zu einem Teil schon. Das bedeutet, man hat jetzt vor einigen Jahren hat man quasi im Bereich der Website-Entwicklung gesagt, Mobile First. Yeah. Das bedeutet, die meisten Menschen konsumieren Webseiten nicht auf einem großen Computer, sondern immer mehr von uns sitzen am Abend auf der Couch, in der U-Bahn, zwischen zwei Terminen und surfen, salopp gesagt, auf dem Handy. Mhm. Dementsprechend, da hat sich einiges getan. Aber was aus meiner Sicht sich viel stärker getan hat, ist eigentlich sozusagen so ein bisschen die These dahinter. Also wie nimmt man eigentlich diese Technik mittlerweile wahr? Ich habe Ihnen da sozusagen mitgebracht die klassische DVD, also nicht die Kassette, aber die hat es natürlich davor auch gegeben. Und was gab es früher? Man hat sich also Filme gekauft und man ist dann in Folge dazu übergegangen, in Videotheken sich manche Dinge auszuborgen. Und manche der Zuseher werden sich wahrscheinlich jetzt schon denken, auf was ich hinaus möchte. Was hat sich verändert? Mittlerweile kaufe ich keine CD mehr. Ich habe vielleicht ein Abo bei einer der Musikdienstleister wie Spotify oder Deezer. Zahle eigentlich nur noch monatlich meinen Betrag. Mich interessiert salopp gesagt nicht, wie die Musik auf mein Handy kommt. Ich möchte, dass da eine App existiert. Ich zahle ja Geld dafür. Ich möchte das konsumieren. Ob ich jetzt ein Lied oder tausende Lieder höre in dem Monat, ist auch dann preismäßig komplett egal. Und in Folge, was hat sich auf der Videoseite getan? Eigentlich genau dasselbe. Früher haben wir pro Videokassette gezahlt oder pro DVD für das Wochenende, wenn wir es uns zu Hause dann mit Freunden, Familie angesehen haben. Mittlerweile, ich glaube, man könnte fast sagen, sehr, sehr flächendeckend, haben sehr viele Menschen einen Streaming-Account, Netflix, Prime, Disney Plus und wie viele es da noch geben kann, glaube ich, ist eh bekannt. Das bedeutet, da hat sich eigentlich jetzt sozusagen nicht nur das Geschäftsmodell seitens der Anbieter geändert, sondern insbesondere eigentlich auch das Nutzungsverhalten. Man geht her und wenn man so möchte, es gibt auch einige sozusagen aus der vielleicht eher IT- oder Spieleszene kommende Sachen, dass wir dementsprechend hier drinnen haben,
Das heißt, die Menschen sind jetzt gewohnt, die Dinge zu konsumieren und entsprechend sozusagen auch die Erwartungshaltung zu haben, dass es funktioniert. Mhm. Wie es funktioniert, tritt plötzlich deutlich stärker in den Hintergrund. Mhm. Ich glaube, das ist ähnlich. Jeder, der von uns mit einem Taxi fährt, es ist uns zwar klar, aber wann derjenige oder die Taxifahrerin mit dem Auto in der Werkstatt war oder wann es geputzt wurde, das ist uns ja in dem Sinn, wenn wir einsteigen, egal. Wir wollen, dass es warm, der Fahrer oder die Fahrerin freundlich und dass wir sicher zum Ziel kommen. Dafür bezahlen wir auch. Mhm. Und da hat sich jetzt auch in diesem gesamten IT-Bereich oder technischen Bereich hat sich das Ganze jetzt in diese Richtung entwickelt. Man nennt es as a Service, also als Dienstleistung angeboten und meistens in einem Pauschalangebot aus Sicht des Preises. Das heißt, wenn ich es jetzt so richtig verstehe, das ist eigentlich schon so ein bisschen was, was ich auch eigentlich von meinem Arbeitsplatz der Zukunft erwarten kann, dass ich auch hier flexibler bin, dass ich nicht mehr so ortsgebunden bin. Wir kennen ja mittlerweile auch eben so, die schon ein bisschen in diese Richtung gehen. Also hier sind wir eigentlich sehr im privaten Bereich mit diesen ganzen Video, Online, On Demand und was auch immer Bereichen. Aber es gibt natürlich jetzt zum Beispiel, wenn man das benutzt, irgendwo, wo man meine Daten zwischenspeichern kann oder übertragen kann, gibt es natürlich auch im beruflichen Umfeld auch solche Möglichkeiten? Beruflich muss man sagen, ist es eigentlich den meisten sozusagen, oder wo startet so eine klassische Cloud-Nutzung? In Wahnwirklichkeit nutzen alle unsere Zuseher ein Cloud-Produkt im Zweifelsfall. Warum? Weil das E-Mail immer schon eigentlich ein Cloud-Produkt war. Also meistens haben sich eben nur die anfangs erwähnten Großkonzerne vielleicht eigene E-Mail-Server geleistet und die Technik dahinter aufgebaut. Gerade EPUs, KMUs sind ja da wirklich meistens bei einem Provider sozusagen Kunde, bezahlen auch ihr Geld dafür, damit dieses ganze Thema E-Mail-Management sozusagen von mir fern bleibt. Und ich auch hier behaupte ich sagen zu können, also bei unseren Kunden ist es zumindest so, die meisten interessiert jetzt nicht sehr, wie viel wir da am Wochenende oder untertags arbeiten müssen. Wichtig ist, es soll funktionieren. Das E-Mail soll ankommen, ich möchte ein Schreiben können, will Attachment dranhängen, damit habe ich meinen Arbeitstag vielleicht dann idealerweise um 18 Uhr abgeschlossen und dann kümmere ich mich um andere Themen. Und im Bereich Cloud, Cloud ist ja ein Begriff geworden in den letzten Jahren, fast schon gleich bekannt mit Corona oder umgekehrt. Aber Cloud ist ja im Prinzip nichts anderes als zu sagen, die Leistung findet nicht vor Ort statt, sondern ist irgendwo ausgelagert und meistens nicht immer auch in einer bezahlten Variante. Mhm. Ja, auch Facebook ist eine Cloud-Applikation letzten Endes, eine kostenfreie Cloud-Applikation. Google oder jede Suchmaschine ist de facto auch eine Cloud-Applikation. Warum? Weil ich ja diese Server nie bei mir stehen habe. Und wo fangen die meisten EPUs und KMUs an? In dem Datenaustauschbereich. Ja? Warum ist es gekommen? Es ist eigentlich nachvollziehbar. Ich speichere lokal auf meinem Gerät die Daten. Jetzt habe ich mich plötzlich um Dinge zu kümmern wie den Virenschutz und vor allem auch das Backup. Da haben halt viele ganz nachvollziehbar den Vorteil gesehen, wenn ich beispielsweise bei Dropbox oder mit einem Nextcloud-Projekt oder viele andere, das sind natürlich nur Beispiele hier, wenn ich hier mir sozusagen diese Dienstleistung zukaufe, dann bin ich deutlich entspannter, kann mich ein wenig zurücklehnen und sagen, gut, meine Daten sind auf allen Geräten verteilt, das ist wunderbar. Ich habe jederzeit die Option, vielleicht mir ein Backup zu ziehen. Wenn ich das Gerät verliere, kaufe ich salopp gesagt ein neues und verliere nicht automatisiert alle Daten. Mhm. Das heißt, wenn der Arbeitsplatz der Zukunft jetzt auch noch individueller wird, ich glaube, das ist nämlich auch dieser große Benefit, dass ich, weil jeder hat andere Bedürfnisse, andere Programme, die laufen vielleicht eben über so einen Cloud-Server, auf den ich von überall zugreifen kann. Das heißt, das ist wirklich der große Vorteil und hilft mir auch, da flexibler, schneller zu werden und vor allem, ich brauche mich um gewisse Dinge nicht kümmern, wie Sie gerade gesagt haben. Ja, ich glaube, was wesentlich ist und das soll sozusagen auch heute das Thema sein, was ist ein Modern Workplace. Mhm. Der Modern Workplace sagte, der hat jetzt sozusagen ein paar inhaltliche Definitionen oder Grundüberlegungen dahinter. Das eine ist, dass es de facto eigentlich immer um den Menschen geht. Das heißt, derjenige, der davor sitzt oder diejenige, der soll ein möglichst gutes sozusagen Nutzungserlebnis mitgegeben werden. Das klingt halt jetzt eigenwillig im Bereich der Arbeit. Ja, ja, Arbeit soll idealtypisch also Spaß machen. Sie tut es nicht jeden Tag vielleicht, sie macht aber noch weniger Spaß, wenn die Werkzeuge dazu nicht passen. Also jeder, der schon mal ein Heimwerker war und mit dem abgenudelten Schraubenzieher versucht hat, die Schraube reinzudrehen im IKEA-Kasterl, weiß einfach, dass es angenehmer ist, wenn man den funktionierenden Akkuschrauber dabei hat. Das geht in einem Bruchteil der Zeit, mit viel weniger Schweiß und man kommt deutlich früher zu seinem Feierabendessen. Und in dem Bereich Cloud ist es jetzt momentan so, dass mit den Dateien funktioniert großartig.
Das bedeutet, die Daten kann ich ablegen, also die typischen Textverarbeitungsdokumente, die Kalkulationen, die PDFs von einer Präsentation und Ähnliches, das kann ich jetzt sehr gut sozusagen hier hingeben. Aber was Sie richtig angesprochen haben, ist zum Beispiel das Element Unternehmenssoftware. Die fehlt oftmals. Es gibt jetzt beispielsweise in der Gastronomie gibt es immer häufiger Rechnungslegungsprogramme, die auch in der Cloud arbeiten, das heißt eine reine Cloud-Nutzung vorsehen, wo ich auch meine Monatsgebühr bezahle. Das ist sozusagen, hier wurden schon einzelne Ausprägungen quasi herausgenommen. Aber, und ich glaube, fast jedes, oder ich hoffe, dass es jedes Unternehmen hat, es gibt eine Buchhaltung oder vielleicht ein Warenwirtschaftssystem oder andere Software im Bereich Controlling. Es gibt zum Beispiel die Software Elda für die Anmeldung von Arbeitnehmern. Wir haben statistische Programme, die teilweise von Unternehmen gefragt werden in bestimmten Bereichen. Das heißt, plötzlich habe ich ein Sammelsurium an zusätzlicher Software, die weit über das Element Textverarbeitung, E-Mail und Dateiablage hinausgehen. Und da stellt sich dann immer die große Frage, was mache ich mit denen? Ich kann leider Gottes technisch gesehen nur mit vielleicht mit dem einen oder anderen Aufwand oder mit einer kleinen Krücke, kann ich diese Software nicht bei Dropbox oder bei OneDrive installieren und die läuft nicht dort drinnen, weil sie muss ja sozusagen auf dem Gerät laufen. Und da spielt sozusagen dieser Modern Workplace mit hinein, über den wir heute sprechen, und man sagt, okay, hier gibt es jetzt ein Sammelsurium an Dienstleistungen verschiedener Art, die man idealerweise an einem Ort zusammenfassen kann. Und ich habe jetzt da ein paar Beispiele mitgebracht. Man kann jetzt, wenn wir sozusagen im Uhrzeigersinn schauen, wir haben natürlich die Einstellungen um Programme verschiedener Art. Wir wollen das unterwegs nutzen. Wir wollen aber beispielsweise, dass es täglich gesichert ist, weil ohne tägliche Sicherung, salopp gesagt, würde man nicht dem Stand der Technik entsprechen. Wir wollen unbedingt, dass das Punkt Unternehmenssoftware enthalten ist, also eben die angesprochene Buchhaltungssoftware und vielleicht die Warenwirtschaftssoftware, dass die auch sozusagen gesichert und einfach zugänglich ist. Wir wollen, nachdem wir mittlerweile, und das ist auch einer der Bestandteile, wir wollen sicher verbunden sein. Warum? Weil es mittlerweile gar nicht mehr notwendig oder teilweise ist es umgekehrt schon üblich, man muss von zu Hause aus arbeiten. Also das ganze Thema Homeoffice in den letzten Monaten hat es klar gezeigt. Davor hat man gesagt, man möchte vielleicht auch mal aus dem fernen Zielland, was weiß ich, aus Thailand oder aus China oder aus den USA, auch auf sein Unternehmen zugreifen. Ich glaube, also gerade als EPU und nach 20 Jahren, glaube ich, kann man das schon so sagen, kennt das ja wohl jeder von uns. Urlaub ist Urlaub, aber gleichzeitig, wenn ein Kunde ruft und wenn das Problem groß genug ist, dann ist man meistens dann doch am Telefon mit dem Strand. Wenn man da dann das Notebook aufmachen kann oder ein Tablet und man ist in wenigen Sekunden verbunden, und kann sich auch sicher sein, dass da keine Sicherheitsbedenken gibt, entspannt das und schafft es, diese 10, 20, 30 Minuten im Urlaub weniger oder deutlich zu verkürzen. Früher hat man sich dann vielleicht irgendwo noch einen Computer suchen müssen. Das war ja dann durchaus unangenehm oder schwierig. Wir haben das ganze Thema IT-Sicherheit. Das ist ein Bestandteil von Modern Workplace genauso, weil auf der einen Seite, wir haben gesagt, es geht um den Menschen. Er soll von überall aus arbeiten können, er soll immer die richtigen Werkzeuge haben, aber, und das ist sozusagen der Kehrschluss, die IT muss sich auch darum kümmern, dass dieses Nutzungserlebnis trotzdem sicher ist. Also anders gesprochen, auch im Auto, das Auto fährt gut und es ist angenehm und es ist schön, aber das Sicherheitsgurt, der muss funktionieren, der Airbag muss aufgehen und die ISOFIX-Kindersicherungshaltung, die muss auch im Zweifelsfall halten können, egal wie schick oder schön das Auto natürlich sonst auch ist. Ganz unten haben wir jetzt bewusst, sage ich jetzt mal, den Benutzer eingezeichnet. Das ist sozusagen, um den es sich ja hier eigentlich dreht. Und wenn wir jetzt nach links weiterschauen, Mobiltelefon. Mhm. Also das ist de facto heutzutage nicht mehr wegzudenken. Jeder hat ein Smartphone. Ich habe keine Statistik im Kopf, aber ich würde behaupten, an die 100% verwenden das Smartphone beruflich, tagtäglich. Das heißt, ich brauche auch hier eine gute Interaktion. Und jetzt kann ich zum Beispiel auf meinem Smartphone wunderbar auf die vorhin angesprochenen Dateispeicherorte auch zugreifen. Mhm. Also bleiben wir am Beispiel Dropbox, da gibt es eine App für, die kann ich mir auf mein Smartphone laden, dann kann ich mir eine Dateien durchgeben, keine Frage. Aber Hand aufs Herz, wer hat schon mal ein Dokument aufgemacht auf dem Smartphone? Es hat nicht ganz so ausgesehen wie am Computer. Die Bearbeiten-Funktionen sind zwar irgendwie da, aber vielleicht nicht so zur Gänze, wie man sie gerne hätte. Vor allem, wenn man gerade in der U-Bahn sitzt oder im Zug sitzt und zum Kunden fährt zur Präsentation und das Notebook vielleicht nicht dabei hat. Da ist es dann spannend, wenn ich nicht nur auf meine Dateien zugreifen kann,
sondern ich kann plötzlich auf das gesamte Sammelsurium sozusagen der IT zugreifen. Nämlich wieder die angesprochene Buchhaltungssoftware oder das Warenwirtschaftssystem. Zuletzt, so fair muss man bleiben, gerade im EPU-Bereich gibt es immer wieder private Elemente und wenn es die Urlaubsfotos sind, einfach weil meistens nur ein oder zwei Geräte in der Verwendung sind, spielen die natürlich auch mit rein und es sollte zumindest in der Basis abgedeckt sein, damit man sich nicht justament privat wieder um eine andere Lösung kümmern muss. Das ganze Thema Business Intelligence, das geht in die Richtung parallel mit IT-Sicherheit, meistens in einer Art Lego-Baukastensystem. Das ist durchaus üblich bei solchen Dienstleistungen, wo man beispielsweise sagt, es gibt verschiedene Unternehmen, die sagen, mir reicht ein Zugriff mit Passwort. Das ist durchaus legitim und ist auch in Ordnung. Es gibt aber Unternehmen, die sagen, nein, ich habe vielleicht einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Kundengruppe und ich verarbeite Daten, die in irgendeiner Art und Weise sensibel sind. Mhm. Und dann kommen immer häufiger, also das erleben wir tagtäglich, dass unsere Kunden zu uns kommen und auf Basis der Wünsche ihrer Kunden gewisse Dienstleistungen plötzlich benötigen. Das Klassische, was schon viele kennen, ist diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung, wo also nicht nur Benutzername und Passwort, sondern auch beispielsweise ein Mobiltelefon parallel sein muss. Die meisten kennen aus dem E-Banking-Element, wo man für die Überweisung dann den mobilen TAN eintippen muss. Das heißt, diese Dinge stecken da natürlich dann auch mit drinnen und wir haben es jetzt hier als Business Intelligence definiert und man sagt, hier kann ich mir dann relativ schnell und einfach jene Module dazu bestellen, die ich aus irgendeiner Art und Weise brauche. Mhm. Homeoffice haben wir schon kurz vorher angesprochen. In dem Kontext, wie ist das zu verstehen? Das Homeoffice ist in der Art und Weise fast ein bisschen quasi einfach jetzt hingeschrieben, weil es sozusagen im Produktkern ja drinsteckt. Mhm. Wenn ich Dropbox verwende, dann kann ich sozusagen, wie gesagt, weltweit auf meine Daten zugreifen. Im Normalfall von jedem Gerät. Egal ob Smartphone, Tablet oder vielleicht PC, mein eigener oder ein fremder. Mhm. Ist ja, glaube ich, kennen alle und ist kein Problem. Jetzt hängt es aber daran, zum Beispiel zu sagen, wie sieht es denn mit dem Festnetztelefon aus? Ja, das Handy kann ich noch gut mitnehmen, wenn die Festnetznummer aufs Handy umgeleitet ist, ist es auch möglich. Aber viele Firmen haben ja dann noch ein klassisches Festnetz, das kann ich schwer mitnehmen, sozusagen in der Dropbox. Wieder die Buchhaltungssoftware oder die Warenwirtschaftssoftware, die kann ich eben auch nicht mitnehmen. Wenn wir alles zusammenfassen in ein virtuelles Büro, wo drin sozusagen verschiedenste Sub-Cloud-Dienstleistungen noch integriert sind, dann kann ich von zu Hause relativ einfach zugreifen. Mhm. Also ich habe auch mit vielen Kollegen in den letzten Monaten gesprochen, was war denn so die Aufgabe von IT-Dienstleistern? Das war sehr viel VPN einrichten, zu Hause schauen, wie das funktioniert und so weiter, bis man halt wirklich da mehrere hundert Mitarbeiter ins Homeoffice gebracht hat. Ich kann das fast mit ein bisschen Stolz sagen, aber ich gebe zu, es ist einfach gesprochen, weil halt das Produkt das so schön vereinheitlicht. Also wir haben in etwa 500 Arbeitsplätze in knapp einem schönen Vormittag ganz gemütlich auf Homeoffice umgestellt, weil die wesentliche Arbeit war es nur, den Kunden mitzuteilen, die es nicht wussten oder denen das nicht bewusst war. Die haben angerufen und gesagt, wir müssen jetzt 50 Leute auf Homeoffice schicken, wie machen wir das? Und unsere Antwort, Gott sei Dank, war es ja kein Problem. Einfach den Computer zu Hause aufdrehen, auf die Website gehen, sich einloggen und loslegen. Es sieht genauso aus wie in der Firma, es gibt keine Unterschiede und alle Werkzeuge sind noch immer an einer Stelle verfügbar und das macht es natürlich dann im Homeoffice verdammt einfach. Also das, was Sie uns da jetzt gerade erklärt haben, dieses wirklich schöne, dieses Potpourri von Möglichkeiten, die dieser virtuelle Arbeitsplatz, dieses virtuelle Büro bietet, ist ja eigentlich, so wie Sie das jetzt auch mit der Telefonie erklärt haben, dann relativ einfach umzusetzen. Also man stellt sich das jetzt irgendwie sehr kompliziert vor, weil es viele Möglichkeiten gibt. Aber das klingt eigentlich nach nur einem Schritt, der dann auf einmal in ein virtuelles Büro einlädt. Letztlich ja. Wir haben am Anfang aber über diese Konzern-IT gesprochen. Ja. Ja, also die Konzern-IT macht solche oder nutzt solche Elemente und Lösungen schon. Ich würde behaupten, mindestens seit 10, 20 Jahren in Wahrheit schon. Man kennt zum Beispiel diese bekannten Bilder vom New York Stock Exchange, wo sehr, sehr viele Monitore drauf sind. Wenn man nur kurz darüber nachdenkt, wie viele Monitore dort stehen, müsste man sich die Frage stellen, wo stehen denn eigentlich diese ganzen Computer, die alle notwendig sind, um die Bilder zu zeigen? Mhm.
Die gibt es nicht, weil die in Wahrheit meistens zentralisierte Lösungen schon hatten. Bei jedem Großkonzern, egal ob Versicherungen, Nahrungsmittel und Co. Also wenn man sich da umschaut und umsieht, gibt es fast überall, wenn nicht ausnahmslos, zumindest als ergänzendes Element, genau solche virtuellen Büros, virtuelle Arbeitsräume, wo man mehr als jetzt quasi ein Videokonferenzelement abhält, sondern eben, wo diese ganzen Werkzeuge drin liegen. Ja, und das nimmt man sozusagen virtuell gesehen den Werkzeugkoffer die ganze Zeit mit, egal ob ich jetzt am Strand sitze, im Büro oder doch im Wochenendferienhaus am See, das ist dann Gott sei Dank egal. Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Können ja, es klingt Sie? Besser, als es klingt immer so gut. Ja, wir probieren etwas aus, nämlich eine Live-Demonstration. Ich habe das im Eingang quasi zu unserem Gespräch schon gesagt, Live-Demonstrationen haben immer so ein kleines Aufregungselement. Aber ich muss zugeben, am Ende des Tages ist es so, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Was mache ich jetzt? Ich habe tatsächlich jetzt nur gewechselt auf einen Google Chrome Browser in diesem Fall. Das ist auch nicht mein Notebook. Das ist also hier quasi bereitgestellt worden. Und ich gehe jetzt auf eine Website. In unserem Fall heißt diese login.pit für purschitz.it.wien und kann mich jetzt hier schlicht und ergreifend mit Benutzername und Passwort anmelden. Das ist vielleicht ähnlich, wie man es kennt, wenn Sie sich jetzt hier oder wenn ich mich hier bei Facebook anmelden möchte, müsste ich ja de facto das Gleiche tun. Das heißt, Benutzername und Passwort wird eingetippt. Ich logge mich also ein und man sieht relativ schnell, es geht ein zweites Fenster sofort auf. Und was jetzt in diesem Fenster kommt, ist tatsächlich mein Arbeitsplatz. Das heißt, man sieht jetzt, und das sieht vielleicht auch ein bisschen verwirrend aus, Sie haben jetzt ganz unten die hellgraue Leiste. Ja. Das ist das Startmenü von diesem lokalen Gerät, auf dem ich mich befinde. Und darüber haben wir die schwarze Startleiste von Windows. Das ist die, wenn Sie so wollen, die im virtuellen Arbeitsplatz, im virtuellen Büro aus dem Rechenzentrum herauskommt. Das heißt, am Ende, und das ist ganz wesentlich dahinter, auch das zu verstehen, es gibt durchaus Produktvariationen, die versuchen sozusagen hier Windows nachzuprogrammieren. Bei uns, aber auch bei vielen unserer Kollegen, da läuft ein natives, echtes Windows dahinter. Man kann sich vorstellen, viele haben in den letzten Wochen auch Software wie TeamViewer kennengelernt. Das heißt, ich kann auf den Computer im Büro zugreifen, wenn der halt läuft. Dann kann ich von zu Hause mir den Monitor anzeigen lassen. Und man könnte jetzt sagen, es ist eine ähnliche Technologie. Sie ist aber natürlich jetzt von der Konzeption her deutlich interessanter oder geschickter, weil ich greife nicht auf einen Computer zu, der im Büro steht, der auch laufen muss und die Daten lagern alle dort. Und ich bin abhängig von der Internetgeschwindigkeit im Büro, ob das gut oder schlecht funktioniert, sondern das ist im gesicherten Rechenzentrum, wo noch einige andere Sicherheitsmerkmale gültig sind, die in den meisten Büros nicht gültig sein können. Und wenn ich da drinnen bin, also haben wir da jetzt erlaubt, einfach so zwei, drei Sachen mitzunehmen. Ich habe da natürlich ganz normal meine Ordner drinnen. Ich kann da jetzt, würde jetzt gern sagen, von meinen letzten Wien-Tour Fotos, aber ich gebe zu, das sind jetzt nicht welche, die ich selbst gemacht habe. Kann natürlich hier Fotos anschauen. Ich kann aber auch umgekehrt hergehen und beispielsweise eine Bildbearbeitungssoftware starten. In dem Fall ist es die kostenfreie GIMP-Version. Man kann natürlich hier auch Photoshop vertreiben oder verwenden. Es gibt auch Kunden, die sind Architekten oder Ziviltechniker, die verwenden das bekannte Programm AutoCAD, um wirklich diese 3D-Modellierungen von Gebäuden oder von Konstruktionsplänen jedweder Art durchzuführen. Das heißt, man sieht hier eigentlich, es sind die gleichen Programme, die man sonst auch kennt, also die auch von zu Hause oder vom Büro aus bekannt sind. Auch natürlich dabei sind klassische Elemente wie die Office-Palette von der Firma Microsoft. Viele Kunden fragen dann oft nach, brauche ich Office 365 und dieses Produkt? Nein, faktisch nicht. Das eine ist hier im anderen, salopp gesagt, schon integriert. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, zum Beispiel, wenn ich viel Photoshop verwende, ich brauche mir den Photoshop, das Programm nicht selbst kaufen, sondern ich kriege das über diese Lösung zur Verfügung gestellt. Entweder wird es vom Dienstleister quasi als Add-on bereitgestellt. Ja. Ich muss zugeben, Photoshop ist ein kostenpflichtiges Produkt, das muss also jemand bezahlen. Ja. Oder Sie haben eine eigene Lizenz. Bei Photoshop ist es heutzutage schon so, dass das ja auch eine Cloud-Lizenz ist. Aber man lädt ein Programm herunter, in dem man dann arbeitet. Das heißt, wenn Sie die Lizenz haben, wird das hier einfach installiert und wird hier auch bereitgestellt. Und wir haben jetzt natürlich neben der klassischen Präsentationspalette können wir natürlich auch das Excel verwenden und können hier ganz regulär arbeiten, also nur um irgendetwas einzutragen,
Sie sehen, da gibt es jetzt gefühlt keinen Unterschied zu erkennen, ob ich jetzt sozusagen hier im Rechenzentrum in der Cloud arbeite oder ob ich auf einem regulären Computer sozusagen von zu Hause aus oder vom Büro aus agiere. Was haben wir noch zu guter Letzt? Ganz üblich ist natürlich auch das Element E-Mail. Das bedeutet, ich habe da natürlich mein Outlook drinnen. Das ist jetzt ein bisschen datenschutzrelevant fast, aber das ist unser Grafikdienstleister. Also ich glaube, den darf ich herzeigen. Der hat mir zum Beispiel da jetzt ein Angebot geschickt, das ich entsprechend natürlich als PDF auch öffnen kann. Kann da durchscrollen. Also man sieht schon, man kann salopp gesagt ganz regulär seine Arbeit machen, wie man es sonst auch kennt. Das ist auch das Angenehme in dem Moment, wo sichergestellt ist, dass dahinter sozusagen bekannte Software, nämlich auch wieder Windows läuft und die Office-Programme, auch jene sind, die Sie schon kennen. Es gibt hier keine Lernkurve. Das Einzige, was man sich vielleicht umgewöhnt ist, dass ich jetzt von jedem Computer aus einfach durch Eingabe von Benutzername, Passwort meinen Arbeitsplatz erreiche. Und da habe ich dann nicht nur eben meine Dateien drauf, da sage ich zum Beispiel, das sind meine persönlichen, ich habe aber vielleicht ein Gruppenlaufwerk, wo dann zum Beispiel unsere Buchhaltungsdaten abgelegt sind im Unternehmen, wenn zum Beispiel vielleicht ein KMU, 3, 4, 5, 7 Personen. Und da gibt es dann auch die Option, Sicherheitsrechte natürlich zu vergeben, das heißt, dass nur 3, 4 Personen auf den Ordner Buchhaltung und viele auf den Ordner Allgemeines. Also alle diese Dinge, die man eigentlich aus sozusagen der serverbasierten oder großen IT kennt, die sind hier auch alle natürlich abbildbar. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass ich auch von meinem iPhone oder was auch immer, also Smartphone zugreifen kann, auch übers iPad. Das ist ja manchmal etwas mühsam, eben gerade wenn man die kleinen Smartphones hat, dass man hier auch zum Beispiel Grafik ändert. Also wie kann ich mir das vorstellen? Brauche ich dann noch zusätzliche Tastatur oder was auch immer? Oder also was würden Sie empfehlen? Ein Teil von Modern Workplace ist dieses, also das nennen wir Bring Your Own Device. Das ist, glaube ich, durchaus schon als Begriff bekannt. Das heißt, die Idee ist, dass nicht das Unternehmen, nicht grundsätzlich eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, sondern so eine technische im Rechenzentrum zur Verfügung stellen, sagt, hier sind alle Daten drinnen, hier sind alle Werkzeuge, alle Programme und der Benutzer oder der Mitarbeiter oder der Kollege nutzt ein Android-Telefon, der nächste hat ein iPhone, dann haben wir Samsung-Tablets und wir haben iPads, um diese vier Klassiker zu nennen. Und idealtypisch ist es ganz egal, mit was er oder sie daherkommt. Also auch vom System her? Ja, die Systematik besagt sozusagen, nur dann funktioniert also letztlich das Konzept, dass der Mitarbeiter oder der Anwender mit jedem beliebigen Endgerät daherkommen kann. Das kann ein Apple-Gerät sein, weil man zum Beispiel sagt, man möchte halt privat ein Apple-Gerät lieber nutzen, steht aber dann vor der Herausforderung, bestimmte Software unter Apple nicht nutzen zu können. Richtig. Das ist halt so, nicht alle Hersteller sozusagen bieten für Apple an. Kenne ich dann so die klassischen User-Stories, wo dann plötzlich der Geschäftsführer ganz fasziniert ist, dass seine Warenwirtschaftssoftware jetzt plötzlich am iPad in Italien am Strand funktioniert. Ja? Oder eine andere Kundin, die für 3 Monate im Jahr in den Süden fliegt, um sich sozusagen hier ganz charmant, oh, ist gerade ein E-Mail hereingekommen, also Sie sehen, auch das funktioniert genauso klassisch, wie man es nur kennt. Also die Dame sitzt zum Beispiel 3 Monate im Jahr im Süden, im Warmen, die hat ihren Hosted Desktop mit dabei, die nimmt sich dann auch noch ein IP-Telefon mit, das in dem Fall ein Aufpreisprodukt von uns ist und hat die Option, im Hotel zu arbeiten, als würde sie in Wien sitzen. Kunden merken das Gott sei Dank bis heute noch nicht. Außer die Bräune dann im Frühjahr. Die Bräune ist dann immer ein bisschen verräterisch, das stimmt. Aber das, glaube ich, ist ein Luxusproblem, das sie natürlich in irgendeiner Art und Weise hat. Ja. Was schon ein Thema ist, aber das kommt immer darauf an. Also ich kenne Anwender, die sagen, ich steige gern auf dem Smartphone ein, mir reicht die Größe. Ja, natürlich ist es klein, weil das Display einfach kleiner ist. Es gibt aber auch viele, die sagen, na, ich nehme halt dann eben das Tablet mit. Meistens ist es, hat man ja eh mehr als ein Gerät. Also die meisten haben ja ein Notebook und ein Smartphone und oftmals mittlerweile ein Tablet. Und was interessant ist, dass eher sozusagen die Nutzung der unterschiedliche ist. Wer schon mal einen längeren Text am iPad geschrieben hat, weiß, dass ab und zu eine haptische Tastatur wirklich für viel Text einfach angenehmer ist zu tippen. Das heißt, man sucht sich vielleicht ein bisschen danach aus, was gerade angenehm ist. Aber, und ich glaube, das ist das Wesentliche dahinter, wenn ich halt nur mein Smartphone zur Verfügung habe und der Kunde aus meiner Angebot- oder Warenwirtschaftssoftware geschwind dieses E-Mail braucht, dann brauche ich nicht zu einem Computer laufen, sondern ich kann am Smartphone einsteigen. Ich zoome zwar vielleicht 3-mal hin und her, damit ich quasi das gut sehen kann, aber damit kann ich ganz angenehm arbeiten.
Also auch hier wieder das, was Sie vorhin auch schon gesagt haben, diese individuellen Lösungen sind ja ganz ein wichtiger Bestandteil und das ganz was Wesentliches, dass wirklich jeder, der einfach gewohnt ist, entweder auf Windows oder auf Apple zu arbeiten zum Beispiel, dass sich da auch nicht umstellen muss. Ne? Genau. Mhm. Also insbesondere, wenn Sie halt von der Windows-Welt kommen, gibt es da gar keine Umstellung. Und ich muss zugeben, die meisten Apple-User kennen Windows ja oftmals allerdings sozusagen als notwendiges Übel und sind sozusagen mit der Verwendung ja meistens durchaus vertraut, wollen sich aber nicht darum kümmern, wie installiere ich das, wie gehe ich mit dem Thema Backup um, brauche ich einen Antivirenschutz, wenn ja, welchen, etc. pp. Und da tritt jetzt natürlich ein Effekt ein, der sozusagen auch ein Teil von diesem Modern Workplace immer sein soll. Nicht, wir haben gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, er soll von überall aus mit jedem Endgerät immer die besten Werkzeuge vorfinden, um seinen Job gut machen zu können. Also Zeiteffizienz steht eigentlich voran und auch ein bisschen das Thema Lebensqualität. Was dazu noch kommt, ist eben, dass ich über die verschiedenen Geräte mir irrsinnig leicht tue, quasi für den jeweiligen Fall das Notwendige zu bekommen, was ich gerade brauche. Wenn man sich jetzt irgendwie so vorstellt, okay, man kann von jedem Punkt der Welt zugreifen, kommt vielleicht für den einen oder anderen auch die Frage, wie schaut es denn da mit der Datensicherheit aus? Wie ist denn das geregelt? Gibt es da irgendwas, auf das ich auch persönlich achten muss oder wird das eben auch von angeboten? Sehr legitim. Es ist zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung ist ja noch immer quasi ein Thema, also das kennen, glaube ich, noch immer alle ganz gut. Und was wir da natürlich haben, wenn ich jetzt beispielsweise ein Notebook habe, ganz klassisch, so wie früher, da liegen meine Daten drauf. Das Schlimmste anzunehmende aus Sicht der Datenschutzgrundverordnung, aber auch ehrlicherweise aus der persönlichen Sicht, man ist ja Unternehmer, man braucht diese Daten, ja, wäre es, wenn ich dieses Notebook in der U-Bahn vergesse, wenn ich es irgendwo verliere oder es mir gestohlen wird. Ich habe jetzt nicht nur, dass der Warenwert weg ist und ich mich darüber ärgere, dass mein schönes Notebook zum Teufel ist, es kann mir auch einfach runterfallen und kaputt sein, sondern ich muss eigentlich jetzt überlegen, welche Daten habe ich gerade verloren? Wann habe ich das letzte Backup gemacht? Und da ist natürlich die Lösung insofern charmant oder solche Lösungen charmant. Das Einzige, was Sie sich da ärgern können oder dürfen, ist, Sie haben den Netto-Warenwert dieses Gerätes, haben Sie verloren oder wurde Ihnen gestohlen. Bitte kaufen Sie ein neues. Und wir zum Beispiel werden oft gefragt aus Sicht der Kunden, was sollen wir uns für ein Gerät kaufen? Welches Smartphone, welches Tablet, welches Notebook, soll ich Apple oder ein Windows-Notebook kaufen? Und die Antwort, selten vielleicht von der IT gehört, ist ganz egal, das, was Ihnen gefällt. Der eine braucht ein besonders großes, also ich kenne das zum Beispiel von Buchhaltern, die brauchen oft diesen Ziffernblock auf der rechten Seite oder Menschen aus dem Rechnungswesen. Andere brauchen das weniger. Das heißt, tatsächlich kann man sich da wunderbar, oh schau, viel Erfolg beim Webinar. Wird mir eingespielt. Wir sind live. Ja, wir sind live. Das bedeutet, ich kann mir wirklich das Gerät aussuchen, das zu mir passt. Ja, und es kann auch eine Farbe haben, wenn ich das möchte. Klein oder groß ist ganz egal. Also ich kann das zum Beispiel noch auch demonstrieren. Das Angenehme ist, Sie sehen ja hier quasi, dass das ein Fenster ist. Und man sieht jetzt relativ schnell, er passt auch das Fenster entsprechend an. Egal wie groß das ist. Zum Beispiel meine eigene Mutter verwendet den virtuellen Arbeitsplatz irrsinnig gerne, indem sie ihn auf den Fernseher quasi spiegelt, weil dann das Bild irrsinnig groß ist und das ist für sie sehr angenehm, dass sie alles lesen kann, dass sie da viel Platz hat. Und der Nächste sagt wieder, ich mache es auf einem ganz einem kleinen Display, weil ich habe halt nur vielleicht beschränkte Platzverhältnisse. Also wirklich ein tolles System. Wenn wir noch vorhin gesprochen haben, Windows, Apple, was ist der Unterschied zum Beispiel zu einem, wenn eine Windows-Oberfläche, die auf Apple zum Beispiel läuft, wie Parallels? Wenn Sie so wollen, inhaltlich gesehen, idealtypisch gar keiner. Ja. Allerdings ist es meistens so, dass sich, also viele Apple-User kennen Parallel sozusagen, weil sie ja Windows-Software betreiben. Das heißt, ich muss mir auf der einen Seite mich damit auseinandersetzen. Wie funktioniert das? Klappt das? Was ist im Fehlerfall? Dann kann mir der Softwarehersteller vielleicht nicht helfen. Der sagt, naja, das ist, weil Sie da Apple verwenden mit einer Virtualisierung. Diese Fragen stellen sich nicht. Das wäre dann wieder sozusagen Bestandteil von Modern Workplace. Sie wollen sich nicht fragen, warum ist der Keilriemen im Taxi gerissen und warum hat er nach 15.000 Kilometern schon die Bremsen so verschlickt? Sie wollen einsteigen, es soll sauber sein, sie wollen dorthin gebracht werden. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die sich jetzt immer mehr abzeichnet. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, je größer Unternehmen sind, also faktisch viele ab 50, 70 Mitarbeiter sind entweder, haben solche Lösungen selbst gebaut, quasi in diesen bekannten großen Serverräumen,
und immer mehr lagern das schlicht und ergreifend aus. Mhm. Die sind es gewohnt, privat habe ich wie gesagt Spotify und Netflix, damit mein Medienkonsum quasi erledigt ist, zahle ich meinen Pauschalbetrag und hier gelten meistens ähnliche Prinzipien. Mhm. Das bedeutet, sie zahlen meistens einen Pauschalbetrag dafür, dass es funktioniert, inklusive Lizenzen, den entsprechenden Schutzmaßnahmen und vor allem, und ich glaube, das ist auch wesentlich, man darf nicht vergessen, dahinter sitzt natürlich dann bei jedem Dienstleister oder Anbieter sitzt ein Team. Und dieses Team, also Menschen, Mitarbeiter, Techniker, die prüfen tagtäglich nach, ist das Backup in Ordnung, ist der Antivirenschutz in Ordnung. Nicht alle 14 Tage, alle 2 Monate, sondern every day, jeden Tag wird das geprüft, um sicherzustellen, dass auch sozusagen das Thema Haftung, und das gibt es ja auch in diesen Bereichen, auch quasi seitens des Dienstleisters in Ordnung ist. Also auch da Aktualisierungen und so, es ist alles, braucht man sich nicht kümmern. Die Updates werden zum Beispiel nur dann eingespielt, weil es im Testsystem schon erfolgreich war. Das bedeutet, man probiert das nicht sozusagen an Ihrem Arbeitsplatz aus, sondern man probiert es auf einem Demonstrationsarbeitsplatz aus. Wenn dort alles funktioniert und die Software läuft und auch die Buchhaltungssoftware weiterhin läuft, erst dann bekommen Sie erst das Update. Ich muss zugeben, also jedes Monat werden auch bestimmte Updates zurückgehalten, weil man dann ganz genau weiß, da gibt es ein Problem mit der BMD-Software oder hier gibt es ein Problem mit der anderen Software. Nicht, weil der Hersteller einen Fehler macht, sondern einfach, weil sich irgendetwas im System spießt. Meistens löst es sich nach 30 Tagen aufgrund eines neuen Updates sowieso. Aber Sie wollen nicht derjenige sein, der dann Tag 1 da sitzt und sagt, keine Buchhaltungssoftware oder keine Statistiksoftware möglich. Sie haben vorhin die Kosten angesprochen. Ich denke mal, für große Unternehmen, Konzerne ist es eher was Leichtes, dass man sich dazu entschließt, einfach so eine Lösung zu finden. Das macht auch Sinn. Was spricht denn dafür auch für EPUs und KMUs, sich darüber wirklich ernsthaft Gedanken zu machen? Also kann ich mir das leisten? Ganz klare Frage. Ja, also die Preisrange beginnt in etwa bei 60 Euro netto im Monat, geht natürlich auf Basis von der verschiedenen, wie Lego-Bauweise gesagt, in die Höhe auf ungefähr 140 bis 160, 180 Euro. Da ist aber dann meistens schon deutlich viel mehr integriert, also andere Software-Lizenzen und Ähnliches. Also absolut leistbar. Und wenn man es jetzt da umrechnet, wenn man ja auch bei anderen Anbietern im Monat 10 Euro zahlt, 9,99 und da die Lösungen bekommt. Man könnte hergehen und sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie verwenden als Idee, Sie haben vielleicht Dropbox schon, Sie haben Office 365 und wenn Sie natürlich ein solches Produkt quasi anwählen, ist das natürlich noch eine Spur teurer, das ist richtig. Aber Sie bekommen halt sozusagen einen Sammelpunkt, wo Sie alle anderen Services integrieren können und die zwei angesprochenen, theoretisch gesehen, sind hier integriert. Daher würde ich die gar nicht mehr benötigen. Welche Anbieter gibt es denn, außer Sie natürlich, die diese Modern Workplace-Möglichkeit bieten? Da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede. Wir kennen mittlerweile eben auch die Cloud-Server in Amerika drüben, in Europa, in Österreich. Ja. Was ist denn da der Richtige für jeden Einzelnen? Oder wie kann ich denn da eine Entscheidung treffen? Da könnte ich die Gegenfrage stellen, wie suchen Sie sich Ihren Elektriker aus, den Installateur? Ich glaube, am Ende des Tages, es sind ja auch meistens gerade im EPU-Bereich, KMU-Bereich sehr viele Dienstleister unterwegs. Wir verkaufen, glaube ich, alle unsere Dienstleistungen einerseits auf Basis unseres Know-hows, unseres Könnens, aber auch dann natürlich auf Basis des Vertrauens. Das heißt, man kann niemandem einen ehrlichen Ratschlag geben und sagen, das ist der Richtige. Ja, also natürlich gibt es dann verkaufsaffine Menschen, die sagen, na, wir sind der Richtige, das ist schon klar, das ist einfach. Aber fangen wir mal an, sozusagen, wer sind denn die großen Anbieter da draußen? Ja, wir haben Microsoft Azure als einer der größten oder einer der drei größten Anbieter, Google Cloud und zuletzt Amazon, die AWS Cloud. Tatsächlich nach wie vor einer der größten, auch wenn er so unbekannt im Hintergrund agiert, weil die meisten Menschen kennen bei Amazon ja nur die Pakete, aber nicht, dass die im Hintergrund enorme Rechenzentren betreiben dürfen oder und müssen. Das heißt, da gibt es solche Optionen teilweise, aber vielleicht noch nicht in dieser Ausprägungsstufe. Aber um was es mir geht, Cloud ist nicht unbedingt immer gleich Cloud. Es gibt eine andere Variante und ich glaube, das kann man immer, vergleicht das immer in der Richtung zu sagen, welches Hühnerei kaufen Sie denn gerne ein oder welche Erbsen hätten Sie denn lieber? Ich kenne ehrlich gesagt niemanden und man kann das jetzt glauben oder nicht, aber ich frage Menschen manchmal, also mein Lebensgefährtin kennt das zum Beispiel, ich frage Leute im Geschäft, warum kaufen Sie das, ja, warum kaufen Sie die Eier? Und wenn man so fragt, kommt man oft drauf, dass die Leute sagen, na, ich schaue da rein, damit keins kaputt ist von den Eiern und ob ein Nuller oder ein Einser draufsteht, weil das wäre das biozertifizierte Ei. Das heißt, da scheinen wir Wert drauf zu legen, dass wir eine gewisse Qualität haben wollen und dass wir wollen aber auch eine gewisse Regionalität.
unbedingt haben. Mhm. Ich glaube, gerade in dieser ganzen Corona-Krise hat man schon gesehen, sogar die Bundesregierung ruft de facto auf, Urlaub in Österreich zu machen, zum heimischen Wirten ums Eck wieder zu gehen, einfach sozusagen, um, wenn alle gemeinsam anpacken, dass das dann gut läuft. Und auch bei den digitalen Elementen, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es diese Optionen. Die Wirtschaftskammer hat da ein spannendes Projekt ins Leben gerufen, das heißt Austrian Cloud. Die Bundesregierung hat es mittlerweile mit der Ö-Cloud, also quasi dasselbe auf Deutsch, eigentlich schon de facto übernommen. Und das sind Anbieter aus ganz Österreich, also von Neusiedlersee bis zum Bodensee, die sagen, wir sind österreichische, meistens KMUs, also selten Konzerne. Wir haben eine Applikation, eine Dienstleistung geschaffen, die aus Österreich quasi herausgemacht wird. Das heißt, die Daten sind im Land, die Mitarbeiter, der Rechtsstand. Das bedeutet vielleicht auch, und ich denke mal, das ist schon für viele Zuseher ein Thema, auch das Element der Augenhöhe. Ich bin nicht im Großkonzern eine Nummer. Ich kenne vielleicht sogar die handelnden Personen. Ich habe unseren Kunden immer so spaßhalber gesagt, aber spaßhalber, es ist schon ernst gemeint, die haben immer gefragt, naja, was ist, wenn was passiert? Sage ich ganz offen, unsere Adresse steht im Internet, da ist eine Einfahrt, da kommen alle Mitarbeiter jeden Tag zweimal vorbei, im Zweifelsfall dort einfach stehen und warten. Sie erwischen unserem klassischen Krawattel. Das ist vielleicht bei irgendeinem Anbieter aus China oder Südafrika in der Art und Weise nicht möglich. Und die meisten schätzen dann doch dieses Persönliche und Individuelle. Je größer natürlich der Dienstleister, desto noch standardisierter ist die Leistung. Aber auch in diesem Fall, was wir heute gesprochen haben, virtueller Arbeitsplatz, virtuelles Büro, ist genau diese Standardisierung und sozusagen das Gleichmachen, das klingt so negativ, ist ein ganz elementares Drum, um Qualität und Stabilität zu ermöglichen. Mhm. Ja. Ist wahrscheinlich auch so, wie wenn man in Lebensmittelgeschäfte geht, dass man weiß, okay, das Gemüse ist an der Stelle und das Mehl finde ich dort und das Brot dort. Also auch hier, dass man sich leichter vielleicht auch orientieren kann. Dass man sich zurechtfindet, aber auch eben, dass es sozusagen keine Experimente gibt. Ja. Weil ein Experiment, wenn ich ein Stück Software installiere, weil ich es gerade brauche, kann es sein, dass wenn Sie zu Ihrem IT-Dienstleister vorher Fragen kommen, dass er sagt, bitte nicht, ich kenne das schon, da haben wir die Erfahrung schon gemacht, da wirst du dich in Probleme hineinreiten. Mhm. Also da ist es immer gut, wenn man quasi dem Profi vertraut. Ich habe immer so meine Beispiele, also beim Auto, man repariert selten die Bremsen oder die Stoßdämpfer, angeblich kann man das ja, es gibt YouTube-Videos, habe ich mir angesehen, ich würde es mich trotzdem nicht trauen. Ich kann auch meine Therme theoretisch selbst administrieren oder warten. Nur wenn ich einen Fehler mache mit Gas, könnte das schlimme Folgen haben. Also ich glaube, man sieht bei allen anderen Lebensbereichen durchaus legitim, dass man sagt, und wenn ich ein Schnitzel essen gehe, dann muss ich nicht selber kochen. Ist auch ganz angenehm, wenn ich sitze und das wird mir hingestellt. Und hier kann man auch dasselbe mit der IT machen. Das heißt, Austrian Cloud oder Ö-Cloud gibt die Möglichkeit, mehr als 100 Betriebe sind da drinnen, also mittlerweile schon gelistet. Das heißt, sie finden die Dienstleistung aus Österreich, regional gekauft, regionale Steuer abgeführt und insbesondere, ich glaube, das ist das Angenehme, auch ein Gegenüber zu haben, das man vielleicht sogar kennt oder mag, idealtypisch. Das ist aber noch nicht alles, was es für Möglichkeiten gibt, aus denen ich wählen kann. Zum Beispiel auch IT-Safe ist so eine Möglichkeit, oder? Man muss ja immer dazu sagen, also bei allen Services und Dienstleistungen, es gilt halt immer das Heimwerkerprinzip bei uns, oder? Also gerade bei EPUs und KMUs. Ich kann den Tischler beauftragen, ich kann den Tisch auch selbst bauen. Ich persönlich, nach 20 Jahren, sage, ich beauftrage mittlerweile lieber den Tischler, weil wenn ich einen Tisch baue, wackelt der sehr extrem. Also ich habe das schon probiert mal. Das war jetzt nicht ein Tisch, der lange gehalten hat bei uns im Büro. Wenn man jemanden kommen lässt, der weiß, was er tut, ist es meistens besser. Aber man soll jetzt nicht hergehen und sagen, man darf nichts mehr selbst machen. IT-Safe ist, glaube ich, ein sehr guter Anlaufpunkt, um sich zu informieren, was muss ich, wenn ich mich selbst darum kümmere und eben keinen Profi ranlasse, was sollte ich berücksichtigen und wo sind so quasi die Do's und die Don'ts. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr formell heute in die Fragen. Gerne, Sie sind willkommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es sind schon welche hereingekommen. Herr Magister Burschitz, wollen wir vielleicht gleich in die Fragerunde gehen und vielleicht dann noch einmal anschließen, falls da sich noch ein Thema ergibt. Nämlich eine Frage wäre gekommen, welche Sicherheitseinrichtungen, zum Beispiel Virenschutz, Firewall, da sind wir wieder genau bei dem Thema, müssen beim physischen Laptop installiert sein, damit die Daten in der Cloud ausreichend geschützt sind. Also ich glaube, da muss man ja auch wieder unterscheiden.
Von wo greife ich zu, was mache ich, aber vielleicht kann man da auch wirklich ein bisschen genauer drauf eingehen. Also wesentlich ist, wenn ich in der Cloud arbeite, ja, muss immer die Verbindung gesichert sein. Mhm. Das kann ich, wenn ich dann nochmal wechseln darf auf den Arbeitsplatz, ganz vorne sehe ich dieses Symbol, dieses Schloss. Mhm. Und das kennt man unter anderem auch von jedem E-Banking-System, also egal welches, das ist de facto der Standard heutzutage für fast alle Webseiten. Dieses muss als sicher gültig sein. Mhm. Es gibt, manchmal passiert es, dass da steht, das ist nicht gültig. Das hat entweder einen technischen Fehler zugrunde, eher mittlerweile seltener, oder es hat vielleicht doch damit zu tun, dass irgendjemand diesen Datenverkehr abhören möchte oder könnte. Mhm. Heißt ja nicht nur, dass es auch passiert. Das heißt, wenn ich mich wo einlogge, egal wo ich bin, ob ich jetzt im Büro bin oder in einem Kaffeehaus, wo es WLAN gibt, dann sollte ich immer darauf achten, dass diese HTTPS oder SSL-Verbindungen als sicher und gültig anerkannt sind. Mhm. Die Frage ging in die Richtung Virenschutz. Genau. Ohne Virenschutz, wenn Sie so wollen, wäre es ähnlich, als ob Sie im Auto nie angeschnallt, den Airbag immer deaktiviert und Sie sagen, ich kann das schon. Was man in dem Fall aber zu berücksichtigen hat, es gibt halt sehr viele Verschlüsselungs-E-Mails meistens, das war in den letzten Jahren ganz üblich. Das heißt, da wird dann Geld erpresst, die Daten sind nicht zugreifbar. Das ist vielleicht für Private ein Ärgernis, für ein Unternehmen, egal wie groß oder klein, aber durchaus ein immanentes Problem. Also wenn ich übermorgen oder heute das Webinar mit der Präsentation abhalten darf oder muss und ich kriege eine Stunde vor oder zwei Stunden vor, werden mir die Daten verschlüsselt, dann habe ich einfach einen Stressfaktor, der von dergleichen ist. Das heißt, da ist wesentlich, der Virenschutz ist zu haben. Wenn ich mich nach außen verbinde, sollte ich mich ausnahmslos über verschlüsselte Verbindungen quasi konnektieren. Also immer dieses HTTPS und wenn ich auf das Schloss zum Beispiel klicke, das ist hier geschlossen, nicht offen und wenn ich draufgehe, gesagt habe, das ist in Ordnung, das ist sicher. Mhm. Das ist wesentlich. Die angesprochene Firewall, ja, die meisten Notebooks haben eine Firewall mittlerweile integriert sozusagen und die Internetprovider in Österreich ist es meistens bei uns A1, in Wien oft auch UPC zum Beispiel, die bieten einen gewissen, ich sage ich mal, Basisschutz. Also das ist sozusagen das Sicherheitsgurt, das von außen, das nicht wie ein Scheunentor offen ist. Ja. Wunderbar. Auch eine Frage zum Thema OneDrive. Also wie sicher sehen Sie denn so ein OneDrive? Die Daten werden ebenfalls in Europa gespeichert. Was gibt es da Unterschiede? Wie sicher können Sie das überhaupt sagen? Wie sicher oder grundsätzlich ist es ja auch ein wichtiger Punkt, dass sich Unternehmen damit auch beschäftigen, dass die Daten sicher sind? Die Daten müssen sicher sein und theoretisch gesehen ist es auch egal, wo sie sind. Ja. Ja, grundsätzlich kann man das schon so sagen. Es stellt sich immer nur die Frage oder die Experten diskutieren in der Richtung halt sehr viel, insbesondere mit amerikanischen Dienstleistern. Die Dienstleister wehren sich offen gesagt durchaus, also auch die Großen, zumindest offiziell den Regierungen Informationen oder Inhalte mitzugeben. Sehen Sie, also nur weil wir es gerade bekommen, also in dem Fall meldet Antivirenschutz, möchte meine Aufmerksamkeit haben. Warum? Weil es wahrscheinlich ein neues Update gibt, das quasi eingespielt wird, aber in dem Fall Gott sei Dank vollautomatisch, also ich muss jetzt auch gar nichts tun. Mhm. Wo die Daten liegen, theoretisch egal. Wichtig ist, dass das Unternehmen diese Daten auch als sicher hält. Man kann es nicht sagen. Man kann auch niemanden beschuldigen, dass es so sein wird. Allerdings gibt es vor allem in der amerikanischen Politik immer wieder auch Gerichtsurteile, die eigentlich dem, was die Dienstleister gerne machen würden, nämlich echte Datensicherheit gewähren, die da eigentlich ein bisschen einen Zielkonflikt darstellen. Und da, salopp gesagt, weiß man es nicht. Ja? Also das ist vielleicht ein ähnliches Beispiel, wie wenn wir die Debatte darüber haben, was ist österreichisches Fleisch, ab wann gilt es in Österreich, ist es aufgewachsen, geschlachtet und gegessen oder ist es nur hereingebracht und es ist eigentlich eine Art Etikettenschwindel. Da muss man sehr genau schauen, sehr genau prüfen. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass auch bei den großen Dienstleistern da nichts Böses dahinterstehen wird. Außer Sie haben vielleicht ganz brisante Informationen. Also wenn Sie irgendwas wüssten über die amerikanische Präsidentschaftswahl, die nächste, da wäre ich mir nicht so sicher, ob da nicht doch eine Option besteht, dass der wer hineinschauen möchte. Mhm. Ja. Aber was kann, das können wir alle nicht beurteilen. Okay. Eine weitere Frage, wenn ich jetzt mein Unternehmen umstellen möchte auf diesen Modern Workplace, wie gehe ich denn da grundsätzlich einmal vor? Ist das kompliziert? Muss ich mir da ganz viel Zeit nehmen oder geht das eigentlich so im Hintergrund und ich bin dann quasi
mehr oder weniger. Ich sage jetzt mal, das kommt darauf an, wie professionell oder wie prozessorientiert der Dienstleister schon ist und wie groß das Unternehmen ist. Ja. Also ein 500-Mann-Unternehmen stellen Sie nicht innerhalb von einem Wochenende um. Mhm. Das muss man schon ganz offen sagen. Das dauert schon seine Zeit. Gibt es einen Projektfahrplan. Wenn wir in der Größenordnung von 1, 3, 5 Personen oder vielleicht unter 10, würde ich jetzt mal behaupten, hat man eine Gesamtprojektdauer vielleicht von 2 Wochen. Mhm. Wobei es meistens so ist, also auch aus unserer Erfahrung heraus, dass mitunter die Kunden erstmal ihre Zeitfenster suchen müssen. Wenn man so möchte, was ist so, wie sind die Schritte? Man informiert sich natürlich über das Produkt, man wählt den Dienstleister nach bestem Wissen und Gewissen aus, dass der oder die das gut kann. Nach der Bestellung wird zum Beispiel so ein Desktop, wie wir ihn jetzt hier sehen, wird der eingerichtet. Mhm. Die nächsten Schritte sind dann eigentlich meistens, die E-Mails hineinzumigrieren und die Daten hineinzumigrieren. Mhm. Wenn es Spezialsoftware gibt, wird das vorher sozusagen im Trockentraining ausprobiert. Und erst wenn man weiß, dass es funktioniert, gibt es dann einen Umschaltzeitpunkt. Oft werden da gerne gewählt, Donnerstag nach 16 Uhr, Freitag nach 13 Uhr, um sozusagen den bestehenden Mitarbeitern, die ja dann zumindest temporär nicht arbeiten können, da irgendwie eine Planungssicherheit zu geben. Mhm. Deswegen auch diese 2 Wochen. Nicht, dass man da 2 Wochen am Stück arbeitet oder der Dienstleister, sondern eher nur, dass man sozusagen organisatorisch, menschlich eben wieder, es geht ja um den Endanwender, wenn wir denen sagen würden, wir machen Montag von 10 bis Mittwoch 12 Uhr, da würden viele Menschen in Stress geraten. Das ist dann wirklich komplette Themenverfehlung eigentlich. Das heißt, zum Beispiel, ja, ich lasse jetzt so eine Umstellung machen. Wäre es dann auch sinnvoll, meine Daten einmal vorab wo extra zu speichern, vielleicht auch alles auszusortieren, was ich nicht brauche, dass Sie das dann übernehmen? Oder ist das jetzt meistens nicht die Zeit dafür, aber ist das nicht notwendig? Wenn man sich jetzt im Preis-Leistungs-Vergleich anschaut, ist wahrscheinlich das Aussortieren der Daten so analog zum Frühjahrsputz in der Wohnung meistens nicht effizient, weil man sortiert zwar aus, es kostet viel Zeit, um das zu tun, und man spart sich wahrscheinlich sehr, sehr wenig Geld im Verhältnis zumindest. Ja, Ausnahmen gibt es immer. Faktisch, nein, man muss jetzt in dem Sinne nichts vorbereiten. Also auch ich bzw. die Mitbewerber und Kollegen da draußen, es ist meistens so, dass ein kleiner Projektplan gemacht wird, der ist nicht hochtrabend, eben wo man die Zeitpunkte definiert. Man prüft eben vorher, wie hoch sind welche Datenmengen. Damit kann die Technik einfach besser planen, wie man sozusagen diese Daten herüberbekommt. Mhm. Bei kleinen Datenmengen lädt man über Internet, über gesicherte Leitungen teilweise hoch. Bei größeren Datenmengen ist es auch so, dass dann teilweise ein Techniker mit einem Auto von A nach B fährt und wirklich die Daten physikalisch quasi übermittelt, einfach weil man sonst vielleicht 3 Tage übers Wochenende warten müsste. Mhm. Und man möchte ja nicht das Risiko eingehen, dass am Montag um 6.30 Uhr nicht funktioniert. Daher, es geht ab Montag 5 Uhr, also das ist sozusagen unsere interne zum Beispiel, ist es ab 5 Uhr müssen die Sachen funktionieren. Ja. Da sind die Ersten einfach wirklich schon am Arbeiten und dran, wenn sie nicht sowieso aus anderen Zeitzonen mehr oder weniger rund um die Uhr arbeiten. Mhm. Also aus Sicht des Dienstleisters. Ja, vielen Dank, Herr Magister Burschitz. Sehr gern. Viele Fragen, also auch jetzt so zwischengekommen, um das noch einmal zu erklären, aber ich glaube, Sie haben das sehr plakativ auch rübergebracht, dass es eigentlich jetzt so als Conclusio, als Bilanz, so eine Umstellung macht absolut Sinn, gerade für die Zukunft gesichert zu sein, eben flexibel zu bleiben. Es gibt individuelle Lösungen, wo man einfach auch unabhängig ist von diversen Einflüssen von außen. Was würden Sie denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt noch zum Schluss einfach für die persönliche, gerade vielleicht auch für EPUs raten, sich da mal in diese Richtung zu bewegen? Also was wäre Ihnen da ganz wichtig, auch persönlich als Ratschlag? Persönlich, aber vielleicht auch, weil ich selbst so wahrgenommen oder gelernt habe, ist, dass gerade EPUs, auch ich habe das immer gemacht, die eigene Zeit nicht beurteilen und nicht bewerten. Mhm. Und die ist durchaus wesentlich, weil man hat ja nicht endlich viel Zeit im Leben. Und so gern wir alle arbeiten, ich glaube, es macht ehrlicherweise dann doch gar nicht so viel Spaß, sich mit schlechtem Werkzeug, also wieder bei diesem IKEA-Kastel-Beispiel zu bleiben. Das ist einfach nicht schön. Mhm. Ich habe am Ende des Tages auch einen Kasten stehen, der vielleicht nicht ganz so gerade steht wie der andere. Aber wenn man eine halbe Stunde früher fertig ist und seinen Job gut gemacht hat, gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause. Das ist das eine Element. Und das zweite, insbesondere in der IT und in der Technik, ist nicht nur, dass man überhaupt professionelle Dienstleistung in Anspruch nimmt, egal ob das in einem Modern Workplace ist oder ob das noch klassisch wie früher ist. Mhm. Da, glaube ich, gibt es durchaus Nachholbedarf. In vielen anderen Wirtschaftsbereichen macht man das ganz üblich. Also viele machen Buchhaltung zum Beispiel, geben sie außer Haus und sagen, da will ich mich nicht damit befassen, das sollen Profis tun. Auch IT, das ist nun mal mittlerweile sozusagen vor allem für EPUs und KMUs
de facto, ich sage jetzt nicht überlebenswichtig, aber zumindest sehr hinderlich, wenn es nicht funktioniert. Und dementsprechend sollte man auch da schauen, dass man da immer einen Profi an der Hand hat, der da wirklich quasi mit profunden Erfahrung arbeiten kann. Dann tut sich das eigene Arbeiten auch wieder leichter. Und vor allem die Lebensqualität, die Zeit, die gerade einem als EPU wenig überbleibt. Und eben 10 Minuten sind schnell mal vorbei, aber das summiert sich dann. Man schreibt das auch nicht auf. Genau, richtig. Und es ist halt dann der Urlaub und da kommt ein Anruf und man schaut halt rein. Aber das kann es eben erleichtern, um da wirklich auch Zeit zu sparen. Vielen Dank für diese Inspirationen, wirklich mich auch darüber nachzudenken, ob man nicht da auch in eine andere Richtung marschieren kann für die Zukunft. Das wird sich auch wahrscheinlich in der IT-Branche noch ganz viel ändern. Die virtuelle Welt wird immer präsenter werden und da ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, vorne mit dabei zu sein. Früher hat man gesagt Mobile First, mittlerweile würde man sagen Cloud First. Ja. Das ist die neue Philosophie. Vielen Dank, Herr Magister Puschitz, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Ja, und Ihnen, meine Damen und Herren, auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also vielleicht konnten wir Sie wirklich auch inspirieren, in diese Richtung zu denken. Wir freuen uns, jetzt in die Sommerpause zu gehen und wir sehen uns dann im Herbst wieder. Und damit wünsche ich jetzt eine schöne Zeit und alles Liebe. Wiederschauen.